Ganz einfach, damit ihr es nicht falsch versteht, ich bin natürlich auch ein großer Fan von Applied Logistics. Ach echt? Jetzt auf einmal? Ja, eben, deshalb meine ich ja einfach damit, dass jetzt niemand falsch versteht. Das war keine Kritik an Applied Logistics vorhin. Das war ich aber gerade schon. Das war nur eine Feststellung. Ach, das war eine Feststellung, ne, war Kritik. Heyo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft Technik. Mit dabei ist Multi. Hey, yo, Leute, Ja. willkommen. Und wir haben heute beide dasselbe Ziel, glaube ich. Wir wollen uns beide die Bildkraftlaser machen, damit wir uns jetzt Gates und so machen können halt. Sehr wohl, ein großer Schritt der Automatisierung. Ein kleiner Schritt für einen Minecraft-Profi, aber ein großer Schritt für Bildkraft. Für Bildkraftbeginner und Anfänger. Ja, so ungefähr. Genau. Ja, was brauchen wir denn dazu? Ne, ich Reizt zeige euch du? zuerst einmal, was ich gebaut habe und gemacht habe seit dem letzten Mal. Ja, und bei mir könnt ihr sehen, wie ich jetzt schon den Laser baue. Okay, na, bei mir wird auch noch geköftet. Aber wir Ja, hauen ja. sehr schnell. So, ja, hier. Steam Boiler ist aufgeheizt. 1000 Grad produziert Steam. So, die Laser sind jetzt fertig. Aha, dann ist die Folge schon wieder zu Ende bei dir. Ja, so ungefähr. Okay, also ja. Nein. Wir haben jetzt hier eine, insgesamt eine Leistung von 1460 Redstone Flux pro Tick, was eigentlich Ey. ganz viel ist. Mehr als wir für die Quarry produzieren. Wie ziehe ich denn das ganze Energieding jetzt auf die Laser hoch? Hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen. Ja, das habe ich vorbereitet. Das seht ihr dann gleich. Ja, hier haben wir insgesamt einen Buffer mit zwei Resonant Energy Cells von 100 Millionen Redstone Flux. Die letzte lädt sich da gerade noch auf. Die andere, die ist hier oben noch bereit. Hier hinten nämlich. Die versorgt die ganzen ja, Maschinen hier. Hier habe ich auch schon mal zwei Magma Crucible in Betrieb gesetzt, die jetzt Lava produzieren für den IC2-Bereich hier oben und natürlich auch Quake-Tech. Das werden wir dann mit Lava betreiben. Und hier, ja, unser Tank. Der ist zu drei Vierteln gefüllt. 3 Millionen und 262.000 Millibuckets von 4 Millionen sind da schon mal drin. Was ich auch noch sagen wollte, ist, mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich nur zwei Engines mit den letzten Engine Energy Conduits betreiben kann. Deshalb bin ich jetzt umgestiegen auf die Hand Energy, die halt, also falls euch jetzt wundert. Und die Aufzüge hier, die ich jetzt habe, sind fertig. Allerdings sind es die Elevators aus Open Blocks und nicht der Frame Elevator, den ich erst vorhatte, weil es hat halt nicht geklappt mit der Software und ja. Ja, da haben wir stundenlang darum rumprogrammiert und Und ich habe das meiste gemacht. ja. Ich war dann noch weg einen Tag da, aber ja, Luca hat den ganzen Tag so plus minus programmiert. Am Ja, Abend plus waren wir minus. noch gemeinsam da ein bisschen, aber ja, wir haben es am Ende nicht mehr hingekriegt. Ja, genau, um einen verfehlt die Laser, ey. Okay, ja, hier haben wir ein paar Öfen, die allesamt, wenn ihr es dann gleich mal sehen, hier Golden Power Source produzieren für den Steam Boiler. Der wird damit aufgeheizt. So, und hier habe ich vorbereitet für die Laser. Alles Energie bereits verlegt und so. Wir müssen nur So, noch die fertig. Die Laser. Energie ist jetzt auch fällig bei mir. Jetzt brauche ich nur noch diesen Table, dann bin ich auch fertig. Okay. Ja, Ja, ich bin halt schnell, ne? hier kommen die Laser rein und hier der Assembly Table und nebenan eine Chest. Und ja, wie ihr es vielleicht seht hier, insgesamt 18 Laser kommen hier hin. Okay, Diamantrad. Ja, ganz toll. Wir können dann auch Nein. 27 Laser machen. Von der Decke hätten auch noch mal. Ne, das sieht nicht. Ne, das wird dann scheiße aussehen von oben her. Ne, wir Nein, machen zu die 18. Autocrafting. Ja, genau. Autocrafting-Anlage bauen wir uns dann auch mal noch. Vielleicht, ja, wir können in dieser Folge eigentlich schon beginnen damit dann mal. Wie heißt das Ding eigentlich? Korrekt. Ganz. Weißt du das? Was denn? Na, ME Molekular. Assemble oder so heißt ja die Ja, Crafting-Anlage und so. mach doch einfach OME an. Das sind drei Teile. Das sind die Heat Vents, also die ME Heat Vent Teile, die ME Crafting CPU, die ME Pattern Pattern Provider, ja genau. Und ja, halt die ME Crafting Assembly Containment Wall oder irgendwie so.
Ja, werden wir bestimmt hinkriegen. Ich werde den in der Größe 5x5 bauen. Eine ganz gute Größe eigentlich. So, ich mache mir gerade das Goldzahnrad für den Table fertig. Jetzt Zahnrad, dann den Diamanten, dann das Obsidian. Was fehlt? Was fehlt? Ein Redstone. Zack und fertig. Ja, ich bin fertig mit meinem Ziel für die heutige Folge. Läuft. Vielleicht noch eine Kiste dran setzen. Ich glaube, ich mache mal jetzt als Autocrafting Kupferkisten rein. Oder die Zahnräder könntest du auch. Nö, ich habe Eisenzahnräder, habe ich schon. Dann ab da ist es nicht mehr so heftig. Dann da kann ich das auch so. Übrigens, was ich auch noch gemacht habe, ist, meine ganzen Sachen vom ME-System, also in den Zellen, rüber zu verlagern auf, warte, ich zeig das gleich, so. Also ich habe alles rüber verlagert ins Greatwood-Haus, was jetzt hier steht, das habe ich mal gebaut. Da sieht auch schon ganz viele Kupferkisten stehen und da wird jetzt das Ganze halt immer importiert und exportiert durch die Storage-Buses, die hier sind. Man sieht hier fast die untersten zwei Reihen sind komplett mit Storage-Buses gefüllt. Und ist halt natürlich auch überall schon was hier drin, wie man das sehen kann. Und so. Ja, und halt noch hier, es sind hier, glaube ich, 6 oder 7 Barrels voll mit Oakwood. Eins mit Redstone und also dann eins ist ein volles mit Redstone, noch eins mit 7 Redstone und dann habe ich noch einen mit 23 Lapis-Stacks und 34 noch zusätzlich. Ja. Ganz nice. Mhm. So, ich habe mir auch mal Assembly Table und Laser jetzt gecraftet und wenn ihr so seht, ich habe noch ein paar Items im Inventar, die eigentlich ins ME-System gehören würden. Und damit ich nicht immer hier nach unten laufen muss und die da reinwerfen, craften wir uns mal was ganz Nützliches, nämlich einen Ender-Pouch. Das hier. Und wie der funktioniert. Übrigens, ich muss ihm dafür eine Wolle spenden. Ja, aber die hat er sich bei mir geholt, letzten Endes aus Dings. Ja, ich habe die nicht aus Dings gemacht. Ich hatte selber nur Wolle im System von den Elevators Okay. Ja, ich übrig. werde wahrscheinlich dann auch mal sowas wie eine Schaffarm oder so bauen. Oh ja, das hat noch Zeit. So, mit diesem Ender-Pouch können wir jetzt einfach, glaube ich, Shift und Rechtsklick auf diese Chest machen. Genau. So, und das mache ich jetzt eigentlich mit dem Jetzt Geld. haben wir den gelinkt zu dieser Ender-Chest und alles, was wir jetzt hier reinwerfen, geht in diese Ender-Chest und da drunten ist ein Import-Pass dran, der ins ME-System importiert. Also, Ja. falls wir jetzt einmal einen Rechtsklick drauf machen, dann seht ihr es. Es öffnet sich auch gleichzeitig die Chest. Wenn ich jetzt wieder hier reinschaue, dann öffnet sich ebenfalls die Chest. Und jetzt haben Ach, wir jetzt übrigens, zum Beispiel das ja, und da werfen wir rein. So. Übrigens, ich habe auch jetzt hier noch einen zweiten Redstone-Furnace gecraftet, weil mir auf die Nerven ging, dass er andauernd in einem Ofen die ganze Zeit Holz reingesteckt hat, damit er die Golden Power Source macht. Ja, jetzt habe ich das mal umgestellt, also ich habe jetzt einen zweiten einfach dran gehängt. So, aber So. was mache ich mir denn für Gates? Ich installiere mir jetzt mal einen Laser hier oben. Und ich weiß gerade nicht, was ich jetzt für Gates machen soll. Ich glaube, die Autarket Gates, das sind doch die guten, die man doch braucht, ne? Ja, die sind einfach zum Rausziehen, aber ja, so gut sind die jetzt auch nicht einfach so. Finde ich schon. Ja, sie sind sicher nützlich. Da kann man Okay, sich Redstone Engines sparen. Aber ich werde jetzt mir brauche als ich. erstes mal sowas wie Oder und Not Gates craften. Ich mache mir jetzt erstmal die Chipsätze, um normale Gates machen zu Ja, können. genau, damit muss man am Ende eigentlich oder am Ah. Anfang beginnen. Oh. Oh, die Laser werden ja alle blau. Oh, schön. Schön. Oh, Ja, das meine aber. werden ganz bestimmt blau sein, weil die haben einen Input von 10.000 Redstone Flux, was 1.000 Ja. Minecraft Joules entspricht. Ich musste leider bei mir was umstellen. Ich habe jetzt hier wieder mehr Steam Dynamo stehen, weshalb ich auch den Ofen gemacht habe, weil mir das jetzt dann halt ein bisschen zu viel von der Kohle wurde. Ich könnte natürlich jetzt auch noch mehr dran klemmen, wenn ich wollte. Aber mache ich jetzt eben nicht. Okay. So, ich habe mal noch eben einen Screenshot gemacht hier. So, unsere 18 Nests sind betriebsbereit. Dann legen wir doch hier mal was rein und geben doch gleich auch mal das in Auftrag. Willst du eigentlich? Ne, doch nicht. Nicht. Ne, lieber nicht. So, jetzt Damit sehen wir kannst du nicht mal, umgehen. auf wie viel Leistung die kommen. Okay, jetzt sind sie alle blau und die haben jetzt eine Leistung von 71,82 Minecraft Joule.
Ja, ich habe meinen ersten Chipsatz. Juhu! Ja, ich habe schon meinen ersten Eisen. Was Wow, Eisen? echt, wie schnell das geht. Ma, ich Ich mach brauche mir noch für mehr Eisen. einen Chipset brauche ich circa 10 Sekunden. Alter, ich mache mir jetzt noch ein paar Steam-Dynamos da dran. Fluidukt. 1, 2, 3, Ja, und ihr 4. seht's, die landen hier drin. Energy. Ja, ich habe auch eine Kiste bei mir dran gestellt. 1, Aber 2, jetzt 3, müssen wir mal 4. schauen, ob sich hier die Energie irgendwie leert. Ne, die bleibt konstant. Aber dann müsst ihr mal unten schauen beim Steam Boiler, ob da die Energie irgendwie runtergeht. Ja, das tut sie jetzt. Bin ich mir nicht mal so sicher. Mal sehen. Oh. Ja, ganz, ganz langsam sinkt sie. Oh, könnte ein bisschen eng werden. Ja, es geht. Ah, gut. So, Cool. ja, was machen wir für Gates? Ist auch unsere Frage. Keine Ahnung, aber ich sage nur, ich kann keine Dynamos mehr anschließen. Ich bin jetzt voll da. Aha. So, ich würde sagen, wir beginnen mal jetzt mit Autocrafting-Anlage. Und zwar Ja, die habe ich möchte. schon längst. Ja, man soll nicht immer gleich am Anfang alles mit ME machen. Ich mag das ME-System aber gerne. Ja, aber langsam, aber sicher ist es auch out. Habe ich so das Gefühl, weil jetzt Nö. wirklich, das kam jetzt vor circa 10 Monaten raus, Applied Energistics, und da wurde wirklich intensiv wie kein anderer Mod verwendet, und langsam aber gibt es auch Befürworter, und Aua. ja, wie du zum Beispiel, oder Was? du bist bestimmt ein Befürworter von Applied Energistics. Ja klar, das ist ein richtig geiler Mod, damit machst du dir Autocrafting, das ist richtig geil. Ja, es gibt auch andere Autocrafting Mods. Nein, die Nee, gibt's nicht. doch. Nein. Doch. Nein. Ich Logistics Pipes. hab jetzt schon vier von diesen Redstone-Chipsatz-Dingern. Und ich habe schon. Moment, wir schauen auch mal schnell nach, wie viel. Was hat der für ein Problem? Wieso macht mir keinen Export-Bus? Mach hinne! Ich habe schon 10. Ja, toll. Ich habe aber auch keine gute Energiesystem mit den Steam-Dingern da. Ich könnte natürlich auch Magmatic machen, aber auf die habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Also ich zapf unsere Frame-Curry-Energie ab. Übrigens, die läuft schon jetzt ein paar Tage gar nicht mehr hier. Wie meins wird, ich habe bei mir das Signal an, das heißt, er arbeitet nicht, er sollte zumindest nicht Ja, du arbeiten. kannst schon deine Magma-Energie nehmen, dann heizt sich einfach einen zweiten Steamboiler auf, und dann können wir die Energie darüber dann laufen lassen. Ja, würdest du es echt machen? Ja, ich habe ja hier noch 46 kW Upperwood im System noch, und ja. Dann behalte ich aber die Dinger, ne? Die Magmatic Engines. Kannst du von mir aus, ich habe genug Ressourcen. Ja, toll. Dann muss ich mir jetzt neue Conduits machen, weil jetzt reicht das wahrscheinlich auch wieder nie aus. Da kannst du sonst ein paar von mir haben. Reicht das eigentlich aus mit den Redstone Energy Teilen? Mit so vielen Magmatic Engines geht da überhaupt die komplette Energie durch? Nee. Ja, toll, weil wir nämlich ganz Also viel doch, nee, doch, Geld doch, sind. Redstone Energy Conduits, die reichen vollkommen. Aber ich Ja, re ich hab ja. ja, Die aber haben Needstone schon. reichen nicht. Ja, das hab ich auch schon. Ich habe jetzt auch auf die Harden gewechselt, aber anscheinend sind die immer noch zu Okay, kacke. wie viel Redstone möchtest du? Ja, alles, was du hast, wenn es geht. Ich habe ja gar keine. Nee, ich brauche selbst auch noch welche. Ja, dann Ich gib leg mir. dir mal einen halben Stack. Musst du nicht. Doch, doch. Energie Conduit. Ich mache mir sowieso welche noch. Ich habe mir heute auch etwa 2 Stacks noch gemacht davon, um das Ganze zu verkabeln da oben und so weiter. Automatisierung von allem. Ardent Glas. Obsidian pulverisieren. Obsidian. Wieso habe ich Obsidian-Ingots? Okay. Da kriegst du, wenn du Obsidian schmilzt, Obsidian Dust. Der Pulverisierer hat seinen Spaß. Der Nutchest kann ich jetzt auch mal rausnehmen. Wie viel transferen die? Ja, das dürfte reichen. So, wir machen jetzt hier mal das kleine Loch rein, wo das ganze Autocrafting-System reinkommt. Also übrigens So. einfach, damit ihr es nicht falsch versteht, ich bin natürlich auch ein großer Fan von Applied Energistics. Ach Und echt? Jetzt auf einmal? ja, eben, deshalb meine ich ja einfach damit, dass jetzt niemand falsch versteht, das war keine Kritik an Applied Energistics vorhin. Das fand ich aber gerade schon. Das war nur eine Feststellung. Ach, das war eine Feststellung, ne, war Kritik. Okay, dann aus dem Kritik. Dann nehme ich die aber wieder zurück jetzt. Was wieder zurück? Die Kritik, falls du es als Kritik empfunden hast. Oder auch hier Ja, die kann ich. Zusicht.
Okay, da oben, ja, das geht sich noch aus da. Da können wir gut noch mal reinhauen. Zack. Ja, ich baue natürlich gerade alles hier mit den deinen Redstone-Conduits um. Mal wieder. Hey, warum hast du mir die eigentlich nicht vorher gegeben? Weil ich erst vor circa 10 Minuten oder ja vor der Folge die noch gemacht habe. Ma. So, ja, hier wird unser Autocrafting hinkommen und jetzt brauchen wir noch einen Anschluss nach unten an den ME-Controller. Einfach irgendwo an ein ME-Kabel. Ich bin mir sicher, hier unten, ja genau, da vorne steht der Controller. Also nebendran noch. Und hier können wir dann ME-Kabel hinlegen. Das hier, genau, das ist das ME Crafting Terminal von hinten. Nehmen wir jetzt einfach mal ME Kabel. Da haben wir noch ein paar. Sehr schön. So, einmal hier der ganze wegnehmen. Jetzt habe ich mir extra die Hand gemacht. Jetzt kommt das hier, ey. So, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen jetzt hier 5 mal 5 mal 3 gibt 16, da oben auch 16, heißt 32, 48 von diesen Containment Walls brauchen wir mal. Tja, viel Spaß. Ja, es gibt ein AI, das einem jetzt beim Craften noch hilft. Ich weiß. So, Du wo mal haben wir denn gesagt, viel die? Spaß. Ja, Dankeschön. Ja, bitte. So, ME Assembler Containment Wall. Ist zum Glück billig. Ach, echt? Ja, 4 Eisen, 4 Gold und Certus Quartz. Ja, es geht. Ja, für mich ist das billig. Ja, für dich ist alles billig. So, jetzt habe ich keine Conduits mehr. Wie weit ist er denn mit dem Obsidian? Hä? Wieso kriegt der gerade keinen? Ach ja. Ja. Ganz toll. Jetzt kriegt er natürlich keinen Saft mehr, weil ich die Dinger gerade umgewechselt habe. Alles wieder umbauen. Solche Dinge muss man auch bedenken im Leben. So, jetzt kommen ja diese blöden Hardenteile. Zack. Nein, einer muss noch. So, zack, Einer zack. geht noch, einer geht noch rein. Einer geht noch, einer geht noch rein. Verbinden die sich? Ja, toll. Bravo. Ma. Okay, wir brauchen nur 44 anscheinend. Keinen Saft mehr. Möchtest du noch Containment Walls? Ich habe 4 zu viel. Nö, ich hab Egal. doch schon einen Autocrafter. Falls du den mal vergrößern möchtest. Nee, erstmal muss ich jetzt hier. Du kannst mir natürlich gerne die Redstone-Conduits-Dinger schenken. Von da habe ich. Da habe ich nicht so viele von. Ja, ich brauche selbst auch noch. Oder habe ich doch im Rucksack einstecken welche? Nehmen wir Nee, gerade. ich habe nur noch Leadstone, alte, die ich nicht mehr brauche. Ja, dann nehme ich nämlich gerade hier die. Redstone-Dinger. So, davon brauchen wir jetzt auch einige. Und sehen, wie viel kriegen wir raus. Eine. Okay. Dann brauchen wir Iron Bars. Das heißt Iron. Iron. Ich habe das Gefühl, das reicht jetzt nicht. Ey, nee, ne? Ey. Ma. So 15 Heatvents haben wir jetzt schon mal. Ey, dein Ernst? Was ist denn? Das reicht nicht aus. Ich habe nicht genug Conduits, um das ganze Ding hier zu verbinden. Wie viel brauchst du noch? Ich glaube, drei oder so. Ich nehme mir gerade noch die von den Dingen hier oben. Achso. Von den Lasern, da sind auch noch drei drauf. Jetzt habe ich gerade die Laser hier komplett abgemacht. Weil ich das ja gerade hier nicht machen kann, richtig. So, wir brauchen jetzt noch mal einige Dinge. Ich denke, ich werde das dann alleine noch fertig bauen. Ist nicht mehr so eine große Sache. Da kommen jetzt noch, ich zeige euch, was ich noch reinmachen möchte. Von diesen ME Pattern Provider werde ich 4 Stück reinbauen. Das sind diejenigen, die die Rezepte speichern. Und also, wo man diese, wo sind sie denn?
ME Encode Pattern kann man da reinlegen. Und da sind dann die Rezepte drauf gespeichert, die einem sagen, ja, wie das Rezept gecraftet wird, das Ding davon. Ah. Ja, deine wissen es wahrscheinlich schon, oder? Was denn? Wie das funktioniert. Was denn? ME Crafting. Ja, klar. Ja, ich erkläre es gerade. Also, ich habe gar nicht zugehört. Ich habe gerade geguckt, wo mein Obsidian das jetzt ist. Achso, ich dachte, du sagtest A zu mir. Nein, ich habe A gesagt, weil das in die Kiste exportiert wurde von der Maschine selbst. Achso. Und das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, und den Rest werde ich mit diesen ME Crafting CPUs noch füllen. Das sind die CPUs eben wie bei einem PC, die eben craften können. Und je mehr man davon einbaut, desto schneller ist das ganze System natürlich. Und was ich möchte, ist natürlich Geschwindigkeit. Deshalb werde ich davon so viele wie möglich einbauen. Induktionsmeltry. So, was wir aber noch brauchen, ist Flux-Dust. Zack. Tja. So, ein Stack und 38 ist alles, was wir noch rausbekommen. Da werde ich dann wieder ein bisschen Quarz pulverisieren müssen. Aber ist kein Problem. So, ME Crafting CPU, der braucht nur das hier. Und davon können wir uns eigentlich gleich auch noch. Aber ja, kein Quarzknife mehr, okay. Werde ich dann selbst noch machen. Und da brauchen wir davon welche. Und so 8 Stück davon. Das kriegen wir noch hin. Das weiß ich. So, und sonst da das hier. Davon brauchen wir dann 4. So, mal sehen. Ah, jetzt haben wir keine Prozessoren mehr. Egal, ja, werde ich noch nachcraften dann. Und was uns auch noch fehlt, sind ja, Heat Vents. Das ist dann weiter kein Problem mehr. Und sonst, ME Interface brauchen wir dann auch noch ein paar. Ja, aber davon brauchen wir dann wieder. Dann machen wir uns hier noch welche. Ein Stack. Und Heat Vents nochmals. So, ja, wie viel brauchen wir denn davon? Keine Ahnung. Noch einige wahrscheinlich. 18. Ne, wird noch nicht reichen. So, ich platziere die jetzt noch und dann ist meine Folge dann auch schon wieder zu Ende. Ja. Ich mache das jetzt noch eben hier mit den Conduits, dass es verbindet und dann lasse ich doch schon mal ein paar Chipsätze vorproduzieren. Ja, diese Heatvents, die müssen einfach überall hier an den Seiten noch ran. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Und wir können jetzt doch mal beim Laser vorbeischauen. Der hat anscheinend schon durchgearbeitet. Ja, Meiner ist geradeaus. der hat schon 32 Chipsets produziert. Und jetzt mache ich noch Na. Redstone-Chipsets, damit wir daraus Gates herstellen können. Und ja, So, und das. bei mir wird jetzt Zahnglas hergestellt, jetzt wird mir nur noch Elektrum. Ich kann einfach nur sagen, how awesome is that? Wir müssen jetzt ungefähr, ja, noch 5-6 Sekunden pro Gate jeweils warten, je nachdem wie lange das braucht und wie viel Energie. Also wenn ein normales Redstone-Chipset braucht 10.000 MJ, das kriegen wir ja locker zusammen in wenigen Sekunden. So ja, die Gate-Produktion, was eigentlich mein heutiges Ziel war, läuft soweit und damit verabschiede ich mich für heute. Das nächste Mal geht es natürlich wieder weiter. Seid gespannt, Leute, gebt einen Daumen nach oben und natürlich nicht vergessen, abonnieren. Und wenn ihr schon habt, sehr gut, Dankeschön. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, Leute.